Moin und herzlich willkommen zu einem neuen VGC-Part auf diesem Kanal. Heute mit einem Team, auf das ich schon ein bisschen stolz bin, weil wir probieren heute eine Strategie aus, die ich so in Karmesin und Pupu noch nicht gesehen habe. Und ich bin sehr gespannt, wie wir heute damit auf der Ladder performen können. Unsere Idee heute, wir wollen Quatermark quasi unbesiegbar machen. Quatermark ist der Star des Teams und soll heute Rampenlicht bekommen. Und wir wollen den boosten ohne Ende. Ihr denkt jetzt vielleicht, hä, wie soll man das denn mit dem Moveset schaffen? Wir sehen Nahkampf, das ist ja eigentlich eine Attacke, die Verteidigung Werte senkt. Ja, normalerweise schon, aber nicht so, wie wir Quatermark heute spielen werden, denn wir haben den Receiver drauf. Das heißt, wenn auf unserer Seite ein Pokémon das Feld verlässt, weil es besiegt wird, dann bekommt Quatermark die Fähigkeit von diesem Pokémon rübergetauscht. Und das wollen wir natürlich selber ausnutzen. Wir haben ein Schutzschild auf Quatermark, das drücken wir auch Turn 1. Und dann steht da Cupidos, das drückt Nebelexplosion. Eine Attacke, die jetzt mit dem DLC zurückkam, ist ähnlich wie Explosion, trifft das ganze Feld, geht aber selber damit down und dann sollte Quatermark im besten Fall mit dem Receiver die Umkehrung bekommen. Das heißt, immer wenn wir dann eigentlich einen Status-Drop bekommen, bekommt Quatermark einen Status-Boost. Das heißt, wir setzen Nahkampf ein und Quatermark bekommt einen Verteidigungsboost und einen Spezialverteidigungsboost und setzt gleichzeitig halt noch einen extrem starken Angriff ein. Und das kann schon sehr, sehr schnell, sehr, sehr cool werden, weil Quatermark dann halt wirklich vielleicht mit dem Grasfeld, mit den Überresten sehr viel Heilung bekommt. Ableithieb auch nochmal, um sich hochzuheilen. Kann schon sehr, sehr nice sein. Und in den Testmatches, die ich gemacht habe, hat das ab und zu mal funktioniert. Und ihr wisst, das ist heute ein bisschen eine Special-Folge. Deswegen wird heute viel Quatermark-Action kommen, weil das Team einfach um den Affe gebaut ist. Ne? Wir wollen ihn heute showcasen und deswegen werden die Matches, die ich dann auch reinschneiden werde, nice Matches sein, wo die Taktik funktioniert hat. Und wir haben dann natürlich Support, um Quatermark noch weiter zu unterstützen. Wir haben Diktri zum Beispiel. Leider das, oder nicht leider, aber wir haben das Alola-Diktri, weil das normale Diktri ist zwar schneller, ich hätte gerne den Speed extra gehabt, aber das hat keine Grimasse. Und die Grimasse ist schon wichtig, um Quatermark dann speedmäßig noch mal weiter zu boosten. Meistens werden wir aber Charme draufhauen, einfach um neben den Verteidigungswerten noch unsere Angriffswerte zu boosten, weil dann knallt Quatermark halt einfach alles weg, wenn wir da die ganze Zeit noch plus 2 gehen. Und wenn der Gegner noch einen Bedroher reinjagt, auch sehr, sehr nett, gehen wir immer plus 1, Icy Wind, nehmen wir auch mit, gehen wir plus 1 Speed. Also können wirklich die ganzen Meta-Attacken, die gerade so rumlaufen und Fähigkeiten ausnutzen und mit Quatermark hier komplett reinscheppern. Ich bin gespannt, wie das heute funktionieren wird. Ist auf jeden Fall eine Meme-Strategie, aber der Gegner weiß, glaube ich, gar nicht, was hier kommen kann. Wenn wir da mit Cupidos vielleicht auch am Anfang schon mal Schaden machen und dann kommt Quatermark und Diktri rein und die rasieren komplett. Ich bin sehr gehypt auf die Folge. Wir stürzen uns direkt auf die Ladder und versuchen mit Quatermark und Co. ein paar Wins zu holen. Bis gleich. So. Nächstes Matchup und ja, die Matches bis jetzt laufen noch nicht so gut. Matchup 4 für mich, die ersten 3 ging verloren, gerade weil ich mich nach einem Orkan-Crit selbst geboxt habe und dadurch dann mit Gortrom besiegt wurde. War sehr, sehr nervig, also durch die Verwirrung. Aber dieses Matchup hier finde ich ganz gut, weil wir mit dem Nahkampf alles treffen. Ein Pokémon sogar vierfach effektiv, was sehr, sehr geil sein kann. Aber die Terra was Feuer sehe ich nicht so gerne. Hier natürlich gegen Rotom vielleicht ganz nice, das, um nicht verbrannt zu werden. Aber ansonsten ist es defensiv nicht so gut. Aber ich glaube trotzdem, dass wir hier einfach erstmal mit unserer Combo reingehen. Fake-Out von Eisenhand wäre ein bisschen schwierig, weil da müssten wir nochmal anders planen. Deswegen haben wir auch nicht Specs drauf, dass man sich dann nochmal irgendwie auch umlocken kann und auch anderes Zeug irgendwie machen kann mit dem Cupidos. Aber ich denke, Gortrom auf jeden Fall sehr, sehr gut in diesem Matchup. Und dann, ich meine, Boreos sieht auch nice aus, ne? Wenn er uns den Regen rausholt, treffen wir unseren Polarorkan immer. Aber ich glaube, ich brauche Edgar. Edgar E., bester Spitzname für Alola Diktri. Und dann versuchen wir mal mit dem Squad die Taktik rauszubekommen. Okay, wir sehen leider Eisenhand. Das ist ein bisschen doof, aber ist auch in Ordnung, weil wir gehen jetzt hier einfach auf, ich denke auf, wir können auf Frühlingsorkan und angreifen. Das wäre auch nicht schlecht, aber will ich eigentlich erstmal nicht. Der hat außerdem einen Attack Boost bekommen, das heißt, das muss gar nicht Mogelhieb sein. Ich gehe hier auf Nebelexplosion und ich gehe hier auf ein Schutzschild. Ich kann mir vorstellen, dass jetzt hier auch Donnerblitz und Fake Out kommt. Wäre aber irgendwo auch okay. Besser wäre für, okay, Terra habe ich absolut nicht erwartet. Terra Feuer defensiv vielleicht, ja, okay. Terra Fee. Okay, Terra Blast? Bin gespannt. Das heißt aber für mich nicht Fake Out. Das heißt für mich nicht Fake Out. Schutzschild kommt. Okay, wir kriegen unser Setup erstmal raus. Das finde ich sehr, sehr gut. Nebelexplosion kommt, okay. Wird jetzt nicht viel Schaden machen, aber Chip ist Chip. Trotzdem offensives Cupidos. Let's go, wir schützen uns. Wir kriegen direkt die Taktik raus. Das ist sehr, sehr gut. Wir machen trotzdem guten Chip, ne? Muss man schon sagen. Das ist nicht wenig.
den ich jetzt erstmal nehme für den Trade. Also Trade, Chip und vor allem die Fähigkeit. Wir sehen es jetzt hier, Umkehrung geht auf Quartermark. Let's go. Donnerwelle kommt. Ah, Donnerwelle ist ein bisschen nervig. Donnerwelle ist ein bisschen sehr nervig. Und hier kommt der Schwerttanz. Schwerttanz ist auch nicht so geil. Weil der wird ja jetzt ganz schön gefährlich gerade. Ich könnte Charme reindrücken, aber dann kommt der Ableitieb einfach in den Slot. Deswegen kommt da jetzt, glaube ich, ein Fake-Out rein. Und links, oder? Ja, hm. Ich glaube halt, dass wir den rechten Slot mit einem Nahkampf noch nicht ausnocken werden. Das ist ein bisschen das Problem. Da habe ich ein bisschen Angst vor. Also ein guter Play wäre jetzt irgendwie hier Fake-Out rein und Nahkampf in Rotom, aber dann werden wir paralysiert und das wäre nicht gut. Aus dem Grund mache ich einen risky Play und gehe hier in den Nahkampf, in den Slot. Ich denke, wenn da Schwerttanz drauf ist, wird da nicht ein Terra-Ausbruch drauf sein, oder? Wofür? So, hm, könnte sein. Dann sind wir weg. Also wenn da ein Terra-Ausbruch drauf ist, sind wir weg. Aber ich glaube, es ist eher defensiv. So, ein Mogelhieb kommt. Das sieht auf jeden Fall ein bisschen defensiv aus. Nahkampf kommt. Der reicht nicht, genau. Wir gehen auf plus 1 Verteidigung. Ich denke, wir sollten trotzdem noch viel Schaden bekommen von diesem Eisenhand. Wir sehen da eine Bäre, okay. Dadurch ist es immer noch nicht in Range jetzt, glaube ich. Kriegt immerhin keine Heilung, ist zurückgeschreckt. Und hier sehen wir den Ableitieb, aber in Gortrom. Und Gortrom lebt das noch. Sehr gut. Okay, okay, wie machen wir das? Ich denke, der kann sich halt immer wieder hochheilen, ne? Das ist halt ein bisschen stressig. Deswegen gehen wir hier auf die Trommelschläge und hier einfach Nahkampf weiterhin. Wir haben halt den Eisenschädel, was cool ist. Also ein Eisenschädel. Ich glaube, ich hätte auch den Rotom-Slot gerade lieber gedoubled, muss ich ehrlich gestehen, um den Safe rauszunehmen. Wäre wahrscheinlich ein bisschen besser gewesen. Weil wenn er jetzt knapp überlebt, wäre das ein großes Problem. Okay, wir holen aber den KO, sehr schön. Und vielleicht denkt er sich jetzt so, oh, ich glaube, ich gönne mir jetzt erstmal den Gortrom-KO. Und dann haben wir echt eine Chance, in dem Matchup sehr, sehr viel Work zu machen. Wir gehen jetzt auf plus 2 Angriff, plus 2 Verteidigung, plus 2 Spezialverteidigung. Der wird langsamer und kriegt auch ein bisschen Chip. Der scheint sehr, sehr defensiv zu sein, weil halt wirklich ein bulky Eisenhand. Ich kann mir auch vorstellen, okay, gönnt sich den Slot. Erstmal fein. Klar, wir haben jetzt alle Pokémon bis auf 2 verloren. Der Gegner hat erst ein Pokémon verloren und hat Setup. Aber Setup haben wir gematcht und jetzt können wir outspeeden, egal was reinkommt. Weil wir nämlich ein Diktri haben mit Grimasse und wir können vor allem unseren Angriff erhöhen. Und das könnte auch wichtiger sein in der Situation, dass wir hier auf plus 2 Angriff gehen und irgendwas wegscheppern. So, wir sehen jetzt Quaxo. Boah, Abgesang wäre mega mies. Bitte nicht Abgesang. Das fände ich nicht so cool. Abgesang wäre ein großes Problem. Und jetzt ist halt ein bisschen die Entscheidung. Will ich den linken Slot rausnehmen, weil den break ich schon noch? Oder will ich sagen, ganz ehrlich, ein plus 2 Nahkampf in den Slot reicht oder reicht ein plus 2 Eisenschädel? Wahrscheinlich nicht. Ich denke nicht, dass das unbedingt reicht. Ist jetzt ein bisschen eine schwierige Entscheidung. Ich glaube, ich gehe hier auf den Nahkampf und also nochmal kurz überlegen. Erstmal, ganz ehrlich, ich brauche die Terra Feuer eh nicht auf meinem Pokémon. Deswegen gehe ich hier auf Charme und Terra Geist und Nahkampf in den. Weil dann können wir uns vielleicht noch einen zweiten Charm-Turn gönnen. Und auf plus 4 sollten wir dieses Eisenhand mit dem Eisenschädel auch rausknallen können. Und die Terra Feuer ist für mich gerade nicht so gut, weil wenn da noch ein Ogapon in the back ist, dann brauche ich die Terra auf gar keinen Fall. Wenn da noch das Kapaloris in the back ist, brauche ich es auch nicht. Und auch gegen das King Gambit ist der Kampftyp besser als der Feuertyp. Wir sehen jetzt hier ein Schutzschild. Das finde ich eigentlich gut, weil ich denke, da kommt ein Ableithieb in den Diktri-Slot. Das heißt, der Gegner spielt so, dass er erstmal alles rund ums Quartermark ausnocken will. Ich hoffe, dass es so ist, weil so ein Crit kann schon nochmal gefährlich werden. Komm, bitte geh in Diktri. Ah, okay, schade. Macht auch noch guten Chip, aber an der Stelle können wir den schon rausnehmen, denke ich. Können wir den schon rausnehmen. Ja, warum nicht? Wir nehmen den raus. Schutzschild heißt für mich erstmal nicht viel. Es könnte trotzdem Abgesang am Start sein. Ich gehe jetzt hier für einen weiteren Charme, weil wir sind eh gelockt und jetzt werden wir einfach mit einem Quartermark ein Eisenhand rausscheppern, was ich ganz gut finde, weil wenn da jetzt nur so Eissturm drauf ist und das nur so ein Supporter Pokémon ist oder wir vielleicht sogar noch einen Genauigkeitsboost bekommen, der uns nichts bringt, aber der witzig wäre mit dem Muddy Water, wäre das sehr, sehr cool. Wir sehen jetzt plus 4 Eisenschädel, das wird doch reichen. Das macht nicht mal 50%. Das ist unfassbar traurig. Lehmschuss kommt. Okay, danke für den Initiative-Boost. Sehr, sehr nett von dir, Quaxo. Und da kommt der Ableithieb, 69 KP. Okay, nehme ich erstmal mit. Aber plus 4
Eisenschädel hätte ich jetzt ein bisschen mehr erwartet, um ehrlich zu sein, weil Quatermark ist jetzt kein Loser, so angriffsmäßig. Ich dachte irgendwo, das reicht, aber das scheint ein unfassbar bulky Eisenhand zu sein. Und wir nehmen den halt jetzt auf plus 6 dann wahrscheinlich raus. Wir können mal hier gucken. Sehr, sehr witzig. Ich denke, jetzt kommt hier nochmal Charme und Eisenschädel. Ich meine, der hat uns gerade nochmal einen lecker Initiative-Boost gegeben. Vielleicht, weil jetzt Abgesang kommt, das wäre sehr, sehr witzig. Wenn das seine Taktik ist, mit Lehmschuss das eigene Pokémon nochmal zu slowen, fände ich irgendwie spannend, das so zu spielen. So, Eisenschädel kommt, mach's gut. Diesmal reicht's, let's go. Ich habe es am Anfang ganz falsch eingeschätzt, aber das war anscheinend ein sehr, sehr bulky Eisenhand. Also Setup und dann wirklich komplett in Bulk, damit das einfach ewig auf dem Feld steht. Aber Quatermark kümmert sich drum. Meteorologe kommt, bitte kein Crit. Das ist kein Crit. Wir haben noch 40 KP, das ist ein bisschen wenig. Wir haben das Grasfeld, ich hoffe, das ist noch eine Runde da. Es könnte so langsam weg sein. Weil dann können wir nochmal Schutzschilden. Ah, okay, es ist weg. Wir können trotzdem Schutzschilden, ne, für die Überreste. Aber wir sind jetzt auch auf plus 1 Init, was nice ist. Und jetzt kommt wahrscheinlich Kapaloris rein. Nein, Ogapon. Okay, das nehme ich sehr gern mit. Weil hier drücken wir einfach einen Charme rein und drücken einmal Schutzschild, um uns ein paar Überreste zu gönnen. Und jetzt können wir halt Ableit-Heap spammen, ne? Jetzt können wir Ableit-Heap spammen, um uns halt wieder hochzuheilen. Schutzstacheln kommen, okay, fair. Aber wir sind das schnellste Pokémon. Wir sind das schnellste Pokémon und können jetzt halt links auch einen Nahkampf reinhauen. Obwohl plus 6 Ableit-Heap reicht halt auch. Reicht halt auch. Let's go. Hä, perfektes Match. Also perfekt, um die Taktik mal zu showcasen. Ich hatte eben schon ab und zu das Setup draußen mit bisschen Pech immer auch mal verloren, auch mal weggehauen. Aber ihr seht schon, wie witzig das einfach sein kann, weil Quatermark steht einfach seit Turn 1 auf dem Feld. Und ich denke mal, diesen Screenshot kann man auf jeden Fall auch mal in so ein Thumbnail reinpacken. Sehr, sehr cool. Wir gehen jetzt hier auf Charme in den Slot und hier drücken wir Ableit-Heap, weil auf plus 6 würde mich das sehr überraschen, wenn das nicht reicht. Charme kommt, falls er doch überlebt. Ich meine, er kann es doch gewinnen, wenn er überlebt. Dann wäre es auf jeden Fall Nahkampf gewesen. Aber wir holen den KO und wir gönnen uns jetzt hier lecker, lecker KP und sind wir einfach fast komplett voll. Selbst Meteorologe Crit, denke ich, können wir an dieser Range vielleicht sogar überleben. Und da kommt der Surfer. Okay, ah, spannend. Gute Taktik. Macht 4 Chip gegen Dictree. Aber jetzt haben wir gewonnen. Jetzt haben wir definitiv gewonnen. Hat er schon geterrat? Hat er mit der Terrafee? Das heißt, hier kann nichts mehr passieren. Ich hoffe, dass unser Gegner einfach uns nochmal gönnt. Wir gehen jetzt hier für Nahkampf unseren stärksten Move. Gegner gibt auf. Let's go. Quatermark komplett von vorne bis hinten rasiert. Es gab ein paar brenzlige Momente, vor allem als wir dieses Eisenhand nicht besiegt haben mit dem ersten Turn. Und weil es kann immer ein Crit kommen. Ne? Das ist so die einzige Möglichkeit, wie man das noch verlieren kann. Wolaosu natürlich dadurch eine Riesengefahr. Aus dem Grund haben wir auch sowas wie Gortraum und Beulenhelm Farigiraft dabei, um da vielleicht so ein bisschen was dagegen machen zu können. Aber an sich, genau so soll das Team funktionieren. Bin sehr froh, dass wir dieses Match im Kasten haben. Wir werden nochmal weiter probieren und gucken, dass wir noch ein paar coole Matchups in diese Folge reinpacken können. So, nächstes Matchup. Oh, ganz, ganz furchtbar. Jetzt weiß ich gerade gar nicht, was ich da so machen soll, weil wir sehen Rundumschutz und einen Geist. Das ist ein Problem, aber den Rest nehme ich erstmal mit. Saltigant habe ich halt gar keinen Bock. Wenn der hier irgendwie eine Salzkur auf mich drauf bekommt, habe ich ein großes Problem. Ich werde natürlich trotzdem mit der Combo reingehen, einfach weil es halt die Combo ist, die wir ausprobieren wollen. Ich gehe mit Edgar rein, weil Edgar ist einfach ein cooler Typ und soll das hier einfach, oder drei coole Dudes sind das am Start und die sollen hier carryen und dann, denke ich, kann man wieder mit dem Vierer-Squad reingehen, weil einfach Gortrom dann doch gegen Saltigant ganz gut aussieht, gegen den Feuerchor natürlich nicht so gut oder gegen den Sonnenchor, aber ja, kann man trotzdem irgendwie bestehen. Ich gehe mal mit den vier rein. Okay, kann wieder ein Rundumschutz kommen, wie vorhin in einem Match. Das war sehr, sehr traurig. Da kam Turn 1 ein Rundumschutz und wir hatten ein großes Problem. Ich gehe jetzt hier auf Schutzschild und auf Nebelexplosion. Terrafeuer hebe ich mir lieber auf für die Nara gleich. Und dann booste ich mich wieder mit Charme hoch. Ich denke, das ist die Idee. Finde ich erstmal spannend, dass wir hier keine Terra sehen. Also so ein Bandit-Nahkampf will der halt auf dem Saltigant jetzt auch nicht fressen. Bin gespannt, ob da Eisenabwehr kommt. Das fände ich ein bisschen stressig. Aber wenn nicht, dann gönnen wir uns gleich Charme und machen viel Schaden. Das ist schon mal cool. Was ich nicht gern sehen würde, wäre jetzt gegnerisches Setup. Also Eisenabwehr, Gedankengut, wären alles Sachen, die ich nicht gerne sehe. Aber wir kriegen einfach direkt das nächste Mal wieder die Taktik raus. Schallwelle kommt, okay.
Das heißt, da gehen wir gleich safe in die Terra. Und hier sehen wir Pökelsalz. Okay. Ich denke, Pökelsalz kam auch in den Slot. Ist ein bisschen gefährlich, aber ich denke, dass wir den Slot jetzt einfach rausnehmen. Auch wenn da die Überreste drauf sind, ist das erstmal fein für mich, weil wir hier mit Digtree uns setupen können. Ist mir gerade wichtiger, als Gortron hier zu fakeouten. Einfach, weil wir jetzt hoffentlich, wenn wir durchkommen, hier auf plus 2 Angriff geht und direkt noch auf plus 1 Verteidigung und Spezialverteidigung. Und mit dem Boost können wir hier auf jeden Fall schon ein bisschen Work machen. Wir sollten schneller sein als alles, was cool ist. Also der Gegner hat relativ langsam geleadet. Und damit können wir hier vielleicht eine KO holen. Wir sehen auch keine Terra. Das heißt, das Saltigant wirft er halt einfach quasi ein zweites Mal hintereinander ab. Okay, wahrscheinlich geht er davon aus, dass das noch lebt, weil er sehr, sehr physisch defensiv ist. Aber wir sind halt auch einfach komplett... Okay, vollkommen fein. Was? Erdbeben? Ja, nee, was erwartest du hier? Also irgendwie Steinhagel drücke ich alles jetzt hier nicht. Macht nicht so viel Sinn jetzt der Rundumschutz. Und das ist eigentlich Turn, also der perfekte Turn. Weil let's go, wir kriegen einfach 4 Boosts in einer Runde. Und jetzt ist Quatermark wieder komplett aktiviert und hat komplett Bock auf dieses Match. Wir können dieses Velinara, denke ich, diesmal one-shotten, bitte. Ich hoffe. Auf jeden Fall macht die Schallwelle gar nichts. Wir sehen zwar das Heilspray, ja, ist ein kleines Problem, weil er sich jetzt halt hochboostet, aber es hat nichts gemacht. Und wenn er jetzt irgendwie keine offensive Terra mit einem Terra-Ausbruch hat, dann sind wir hier in einer ganz guten Situation. Und mit Quatermark sind wir full und bulky und ich bin gespannt, ob der Gegner jetzt noch irgendwas hat, was Quatermark aufhalten kann. Gortrom. Okay, Gortrom könnte ein Problem sein. Könnte ein Problem sein. Ich meine, wir können Schutzschilden. Und spricht jetzt auch erstmal gar nichts dagegen. Das heißt, wir können ja auf Charme drücken in den Slot und hier erstmal einmal Schutzschilden. Wenn wir jetzt Digtree verlieren, wäre das okay, weil wir können einfach weiterhin Nahkampf spammen. Wir können auch irgendwas ausnocken. Wir sehen jetzt eine Terra, das heißt, vielleicht ist da Terra Wasser oder so und Terra Blast drauf. Ja, höchstwahrscheinlich, aber vollkommen fein, weil wir leben alles und wir outspeeden. Es sei denn, das ist Trommelschläge Gortrom, der sich einen Speedboost oder einen Speeddrop bekommt. Aber ehrlich gesagt, funktioniert das ja gar nicht. Das funktioniert ja gar nicht, weil wir ja eine Umkehrung drauf haben. Wir würden dann einen Speedboost bekommen. Und wir können jetzt uns hier einmal Charme auf Gortrom. Das heißt, dieses Pokémon auch direkt mal sehr viel schlechter gemacht. Und Leute, was soll ich sagen, ne? Die ersten 3 Matches waren komplett Murks. Die habe ich echt einfach nur verloren. Aber jetzt 2 Matches hintereinander, ein bisschen warm gespielt. Und da funktioniert die Taktik einfach. Ja, funktioniert die Taktik einfach. Ich denke, der Gegner, wenn er eine defensive Terra auf dem Saltigant hat und da wird eine defensive Terra sein, Terra Gift, Terra Geist, dann kann er mich Pökelsalzen und hat einen riesen Vorteil. Aber jetzt gönnen wir uns einfach, und ich denke, hier gönnen wir uns einen Nahkampf rein. Und auf plus 4 sollten wir den ausnocken. Und selbst das Schutzschild ist mir gerade relativ egal, weil wir gehen halt trotzdem auf plus 4. Das heißt, es sind keine verschenkten Turns. Und auch Pferdestärke auf plus 1 sollten wir halt gut leben können. Vielleicht kommt auch ein Abschlag oder so. Es kommt Pferdestärke, die leben wir aber gut, ne? Alter, die macht ja gar nichts, Junge. Quatermark, was ist mit dir? Du siehst ja broken aus in diesem Team. Mann, diese Strategie macht richtig Bock. Ich habe die noch nirgends gesehen. Es gab mal eine ähnliche Strategie in der Dynamax-Ära, wo man mit Azumarill sich Nebel explodiert hat und dann in die Dynamax gegangen ist. Aber mit Kupidos habe ich es noch nirgends gesehen. Und ja, wir machen einfach das gleiche nochmal. Hier Nahkampf, Charme und gehen wieder auf plus 6. Alter, ist das nice. Wir gehen wieder auf plus 6 und wir hauen jetzt dieses Felinare einfach irgendwo ins Nirgendwo rein, weil der Terra-Ausbruch ist schon noch ein bisschen scary von einem plus 1 Felinare. Deswegen hauen wir das erstmal weg. Und da kommt ein Switch. Hat er noch einen Geist? Hatte Epitaph am Start, ne? Könnte sein, dass da Epitaph am Start ist. Nö, der wird gelöscht. Der wird anders gelöscht. Junge, Quatermark ist so cool. Also diese Taktik, probiert es gerne aus. Es ist nicht eine Taktik, um irgendwie möglichst viele Matches zu gewinnen, aber es ist eine Taktik, um einfach Spaß am Spiel zu haben. Und darum geht es mir halt irgendwie auch, Pokémon zu zeigen, die man nicht so häufig sieht und die einfach mit so einer Strategie aussehen wie Gott höchstpersönlich und einfach auf plus 6 gehen und Ogerpon weghaut, keinen Schaden hier bekommen. Der Gegner hat jetzt auch aufgegeben, also aufgegeben in dem Sinn und der Lockenkopf gönnt nochmal, auch sehr, sehr nice. Finde ich jetzt doch ganz cool, Alola Digtree dabei zu haben, weil ich hatte vorher, ich glaube, ich habe es schon in der Anmod gesagt, das andere Digtree, das normale Digtree, weil das hat Wegsperre und ist 10 Punkte schneller, aber bekommt kein,
keine Grimasse und die war mir schon wichtig. Deswegen bin ich auf das Alola-Diktri ausgewichen. Wir sehen jetzt, dass hier Fininara wieder reinkommt. Kommt Schutzschild. Ja, seine Idee ist jetzt zu critten, verstehe ich. Aber, oh ne, er gönnt sich einfach den KO. Okay, er gönnt jetzt erstmal die ganzen KOs. Der geht auf minus 2. Das heißt, jetzt können wir hier Gorton, denke ich, rausnehmen. Oder erstmal Fininara. Also das Match ist gewonnen. Ne? Das, was soll ich euch sagen? Das Match ist, seit wir Saltigant rausgenommen haben, eigentlich gewonnen. Und jetzt kommt Gortrom rein und sagt Moin, drückt Fake Out in den rechten Slot, links Nahkampf und dann steht hier wieder. Also ich kann euch einfach dieses Gefühl, das hier durchzubekommen, das ist so geil. Probiert das gerne aus. Das macht so Laune. Vor allem, wenn man sich die Strategie halt irgendwie selbst ausprobiert hat. Wenn ihr übrigens auch so Strategien habt, ne? Oder ihr sagt, ey, das könnte funktionieren so. Und egal, ob es gut ist oder schlecht ist, schickt mir das. Kommt in meinen Discord-Server, der erste Link in der Beschreibung. Oder wenn ihr keinen Discord habt, könnt ihr hier auch einen Kommentar schreiben von der Strategie, die ihr mal ausprobieren wollt, die ihr mal irgendwo gesehen habt. Also gerne einfach schicken. Ich freue mich da immer und habe schon viel auch aus der Community umgesetzt. Und ja, Quatermark gönnt sich den nächsten Kill. Kill Nummer 3 und auch das Gortraum werden wir jetzt vielleicht noch wegsnacken, wenn der Gegner es zulässt. Ich denke eher, dass hier eine Aufgabe kommen wird, wie vorhin auch. Also wirklich so ein cooles Team. Übrigens, liken, ne? Für so Strategien liken, wenn ihr Bock auf sowas habt, dann weiß ich, dass sich das lohnt, dass ihr nicht nur irgendwie Meta-Teams sehen wollt. Ich gehe jetzt hier auf, keine Ahnung, Alter, Durchbruch, Nahkampf und tschüss. Gegner gibt höchstwahrscheinlich auf, ja. Liken, wenn euch das gefällt, weil das zeigt mir, dass ihr Bock auf so Videos habt und es motiviert mich und ich weiß dann auch, was euch gefällt, was euch nicht gefällt und werde meinen Content natürlich auch so ausrichten. Deswegen, wenn ihr so Strategien feiert, liken, dann weiß ich das oder einen Kommentar schreiben. Und wir gehen jetzt nochmal ein drittes rein, um die Folge komplett zu machen, um Quatermark einfach seine ganz persönliche Folge zu gönnen. Und ja, rest in peace, Kupidos. Danke, dass du dich jedes Mal opferst. Wir gehen ins nächste Match rein. So, nächstes Match, Alexandre. Wieder gefährliches Team. Rückenwind natürlich auf Boreos drauf und Windreiter, was gefährlich ist. Ich sag, mit der Terrafeuer sehen wir gut aus, vor allem mit dem Nahkampf. Ich habe jetzt schon öfter mal gegen Explosion gespielt, was sehr, sehr gefährlich sein kann. Ja, trotzdem könnte ich mir überlegen, auch mal über den Rückenwind zu gehen. Also es kommt jetzt ein bisschen komisch vor, aber ich könnte auch mal probieren, anders zu spielen. Über erstmal Rückenwind rausholen und Quatermark irgendwie reinholen, dann danach oder so. Ja, sehe ich gar nicht so als so die doofe Idee. Also mit den beiden im Lead fühle ich mich sehr, sehr wohl. Weil dann kann ich immer Schutzschilden und Rückenwind rausholen, relativ easy. Rückenwind. Bizarum rausholen, kann dann mit Kupidos auf jeden Fall sehr viel Arbeit machen. Und werde es jetzt, glaube ich, mal ein bisschen anders spielen. Vielleicht auch, um euch nochmal zu zeigen, man kann es anders spielen mit diesem Team. Und dann gehe ich mit den beiden rein. Weil ich finde, Quatermark offensiv sieht ganz gut aus. Trifft mit Kampf viel, mit Stahl viel. Und wenn wir irgendwo noch die Umkehrung drauf bekommen, dann kann der hier auf jeden Fall richtig eskalieren. Mal gucken. So, wir sehen leider Wulaosu. Okay. Oder leider Wulaosu, weiß ich jetzt gerade gar nicht. Aber ist eigentlich auch in Ordnung. Weil ich gehe auf Bizarraum. Und ich gehe hier, glaube ich, einfach raus in Gortraum. Gortraum mit der Offensivfeste sieht gerade gut aus. Und dann haben wir unsere Combo halt gleich noch in the back. Vielleicht können wir die dann irgendwo nochmal rausholen. Zauberschein gleich Spam, auch cool, beziehungsweise Psychokinese wahrscheinlich sogar besser. Und wenn wir jetzt den Bizarraum hier rausbekommen, ist es ein bisschen schwierig. Ich glaube, wenn ich das Team nochmal neu... Okay, Trefferschwall in den Slot. Ich hätte ihn lieber auf den anderen Slot natürlich genommen. Es könnte ein Begrenzer kommen. Oder es ist Walschall, Wulaosu, eins von beidem. Es ist ein... Okay, er drückt einfach Bizarraum. Aber ist ja für mich vollkommen in Ordnung, weil... Ja, was macht dieses Wulaosu hier? Also das heißt nicht, dass es Walschall Wulaosu ist. Heißt für mich aber, dass ich hier wahrscheinlich erstmal nochmal Bizarraum drücke und hier halt eine Trommelschläge reinhaue. Weil Wulaosu wird nicht drin bleiben und entweder ich kriege halt jetzt den Bizarraum raus oder ich hau dem Flatterhaar halt einfach einen Hit des Jahrhunderts rein. Von einem Holzhammer muss er Angst haben. Ich sag, in dem Team könnte man auch Holzhammer besser spielen. Das war jetzt ein Gortrom-Set, das ich noch rumliegen hatte. Jetzt kommt der Zauberschein nochmal. Okay, leider Volltreffer gegen Gortrom. Und der gönnt sich hier auch nochmal ein bisschen Beulenhelm-Chip, was ich sehr, sehr gerne mitnehme. Also der ist schon mal einigermaßen down an der Stelle. Auch spannend, weil wir hatten gerade einen sehr, sehr guten Turn, um hier anders zu spielen. Also einfach
rechts Mogelhieb und Bizarraum, das wäre anders free gewesen, aber jetzt sind wir in einer guten Situation. Sind wir in einer guten Situation, haben schon viel Schaden gefressen, aber sollten jetzt am nächsten Turn einen Double KO holen, weil das ein Fokusgurt Flatterhaar ist und offensiv. Also Gortrom ist zwar auch sehr offensiv und sollte nicht bulky Flatterhaare ausnocken können mit dem Set, das ich irgendwann mal für ein anderes Team gebaut habe. Aber ja, an der Stelle eigentlich erstmal alles vollkommen fein, weil wir können jetzt hier auf den Zauberschein gehen und ich denke, hier ist es Zauberschein und hier würde ich vielleicht, ich weiß ja nicht, was hier reinkommt, ich denke, ich gehe auf den Durchbruch. Einfach falls das Shiftree reinkommt oder das Bao Jian. Erstmal alles okay. Wenn Boreos reinkommt, schwierig, aber dann ist der halt im Bizarraum. Deswegen kommt hier Zauberschein. Prios können nicht kommen. Zauberschein kommt. Reicht das schon? Nee, noch nicht ganz. Und dann kommt jetzt unser Gortrom, was super langsam ist. Das heißt, im Bizarraum sollte es auf jeden Fall langsamer sein. Ich wollte jetzt nicht Trommelschläge drücken, falls was reinkommt, was danach langsamer ist im Bizarraum. Das wäre ein bisschen kontraproduktiv gewesen. Aus dem Grund gucken, was reinkommt kann. Und da halt den Midground-Play irgendwie ziehen, weil wir eh dieses Wulaosu ausnocken. Einzige Problem wäre Terra Wasser gewesen, aber da jetzt Terra Wasser drücken, wäre schon wirklich ein bisschen risky gewesen. Okay. Okay, das ist aber an sich gefährlich. Ich gehe hier nochmal raus. Ich werfe hier Quatermark ab, weil ich habe noch 3 Runden Bizarraum. Und du kannst jetzt gerne eine Prio irgendwie raushauen. Ist für mich irgendwie vollkommen fein. Quatermark kann hier reinkommen. Der ist nicht so wichtig in dem Match. Und hier würde ich, glaube ich, Durchbruch drücken in den Slot. Weil, ehrlich gesagt, du hast die Kampfattacke gesehen. Du wirst hier entweder in der Terra Geist gehen oder Schutzschild drücken. Ich denke, Schutzschild auf jeden Fall. Und Quatermark kommt jetzt hier rein. Und ich will mir die Möglichkeit behalten, dass der Gegner keine Prios drücken kann, während unser Kupidos auf dem Feld steht. Wir sehen jetzt eine Terra. Ich hoffe, das ist Terra Normal. Nee, es ist Terra Geist. Okay. Haben wir uns ja schon gedacht, ne? Weil er hat die Kampfattacke gesehen, die wahrscheinlich sehr, sehr viel Schaden machen wird. Aus dem Grund vollkommen fein, erstmal hier Terra Normal zu gehen. Ja, Terra Geist zu gehen. Durchbruch kommt. Das heißt, Multischuppe ist weg. Das war keine Multischuppe. Das ist Konzentrator. Das Feld ist weg in den Slot. Genau. Das werden wir natürlich weg haben. Ganz klar. Und wahrscheinlich doublet er auch irgendwie den Slot. Nee, Double-Eiskreisel einfach, okay, der spielt hier Beyblade, holt sich ein KO und jetzt haben wir halt die Möglichkeit, mit Farigiraf hier Work zu machen. Ich hatte mehr gehofft, dass wir... Der kriegt Graserzeuger, das ist ja funny. Das bringt gerade nur uns was. Das ist ja cool. Weiß nicht, ob es so cool ist. Oh, doch, ist cool. Der ist Leben obrechts. Okay, hä? Okay, ich weiß... was ist hier, was war das gerade für eine Interaktion? Okay, warte mal. Okay, das war komplett wack. Ich weiß nicht, ob das Game so funktionieren sollte. Bin ich mir unsicher. Bin ich mir sehr, sehr unsicher. Wir gehen jetzt hier in den Slot rein. Hier gehen wir in Farigiraf rein und werden hier jetzt einen Terra-Fee Frühlingsorkan zünden. Der kann daneben gehen. Ja, wir hätten hier auch Zauberschein draufpacken können. Wäre vielleicht auch besser gewesen. Einfach, um nochmal die safe Variante zu haben. Aber jetzt hat der Gegner, steht der Gegner halt vor einer Entscheidung, irgendwie hier anzugreifen mit Prios. Ich denke, es kommt ein Schutzschild. Ist auch spannend, dass der Gegner eben kein Schutzschild gedrückt hat. Vielleicht kommt es jetzt. Aber meine Idee war einfach, er wird Farigiraf auf jeden Fall fokussen und Gortrom macht halt gerade offensiv nichts. Und jetzt haben wir die Möglichkeit, offensiv was zu machen. Das leben wir. Boah, das ist Bandit. Aber von der feinsten Sorte, wir leben das knapp und holen einen Double KO. Und ich sag, wir haben es an sich richtig gespielt. Der Zauberschein wäre jetzt auch ganz nett gewesen. Der Frühlingsorkan war jetzt gerade wahrscheinlich Overkill ohne Ende mit der Terra und der Feen-Downer, die ja nochmal Feenattacken verstärkt. Aber ich finde es trotzdem nice, dass wir mit dem Team nochmal gezeigt haben, dass man auch anders spielen kann. Ich hoffe sehr, dass euch die Folge gefallen hat. Ich glaube, man hat gemerkt, dass es mir unfassbaren Spaß gemacht hat. GG, Alexandre, an dich. Weil einfach Quatermark hier ein Meta-Pokémon nach dem anderen weggescheppert hat. Eisenhand haben wir gesehen. Ogapon einfach in One-Hit. Felinara, Gortrom einfach komplett eskaliert. Hat Bock gemacht. Danke fürs Zusehen.
Wie gesagt, schickt mir eure Ideen gerne zu und dann sehen wir uns hoffentlich beim nächsten Mal wieder. Ich würde mich sehr freuen. Macht's gut, bis dahin und ciao.